Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge DUWS mit Crabs One. Hallo. Wenn ihr euch fragt, warum es so komisch klingt, das ist das neue Funk oder der neue Funkmod, den wir installiert haben. Manchmal hört ihr auch noch unzivilisiertes Lachen und blöde Kommentare aus dem Hintergrund. Das ist dann Eve, die spielt aber nicht mit. Hallo Eve. Hier ist gerade Panzerbeschuss, ich höre dich schlecht. Und Eve mag auch nicht mit mir reden, super. Alles klar. Mach einfach weiter. Hallo Eve. Ich portiere mich wieder zu dir, Crabs. Okay. Krasser Mist, ey. Da wurden wir ganz schön durch den Mangel genommen gerade. Ein Panzer hat unsere zweite Base beschossen und Crabs und mich jetzt ungefähr zwei, drei Mal gekillt. Sieht ja alles in der letzten Folge. Vorher waren wir ganz gut. Aber das gerade war echt mies, ey. Und ich hoffe, Crabs kann den irgendwie, kriegt den irgendwie kaputt, den Panzer. Das da unten rechts ist bei mir übrigens gerade dieser Mod von dem. Okay, Krebs, bin bei dir. Okay. Ist der Panzer noch da? Bestimmt. Ich sehe ihn aber nicht so wo. Ich weiß nicht wo. Hier ist auch irgendwie Beschuss. Ja, Mann, ich bin auch da. Ich höre den Panzer. Vergiss nicht, dein Personal-Ding wieder einzuschalten, damit du unten rechts Infrarot hast. Ja, ich konzentriere mich erstmal nur auf den Panzer gerade. Ich will das Ding erwischen. Ich weiß, wo er ist. Der ist hinter dem zerstörten Gebäude. Da bin ich gerade drin gestorben. Da fährt er immer noch rum durch die Stadt. Ich gehe mal wieder auf dieselbe Position, wie ich vorhin auch war. Dieses zerstörte Gebäude hier. Okay. Kommt jetzt die Straße runter, der Panzer. Hört sich zumindest so an. Alter, wo ist denn der, ey? Läuft weg bei dir in der Nähe. Hinter dir ist ein Gegner. Auf dem Map angezeigt. Oh shit, oh shit, oh shit. Hinter mir war echt ein guter Zusatz. Das ist nicht cool, Mann. Ich verstecke mich jetzt erstmal. Voll Schiss. Ober! Ich habe Schiss, Ober! Herr Ober, ich habe Schiss. Bitte zahlen, bitte abwischen. Oh mein Gott. Diese trockenen Lacher von Eve sind immer ein Highlight dieser wunderbaren Mission, die wir hier spielen. Ich muss sie halt immer zwischendurch schnell entmuten, damit ich das richtigen Zeit reinstreuen kann. Ja, okay. Du, Crabs? Ja. Ich mach jetzt den Panzer kalt. Ich seh dich. Ich glaube, es sind zwei. Down? Ich glaube ja. Crabs, es sind zwei. Es sind zwei. Ja, ich habe keine Munition mehr aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung warum. Ich höre noch ein Fahrzeug, das hier rumfährt. Okay. Nein, der Panzer lebt noch. Da vorne steht ein Panzer und er lebt noch. Ich glaube auch, dass die vier Typen, da sind vorhin welche weggewandt. Ich glaube, die sind ausgestiegen. Ja, der Panzer bewegt sich nicht mehr, der ist auf jeden Fall unfähig geschossen. Und den anderen erwische ich jetzt. Den kriege ich. Okay, Feindkontakt. Genau an der, wo der Position, wo du den Panzer zerschossen hast. Das ist doch ein Panzer, oder? Ich hoffe, das der war ein der Panzer. Panzer fährt wieder. Okay, ich hab den. Okay, es sind zwei Panzer, wie gesagt. Pass bloß auf, ey. Ich hab zwar die Ender auf ihn was geschossen, heißt aber. Fortify FOB. FOB heißt Free on Board, aber ich hab. Ja, keine. Ja, ich weiß, aber was heißt Fortify? Ach so, verschanzen.
Ah, okay, kann ich machen. Ich sage jetzt erstmal ein paar Fußsoldaten, die ich hier sehe. Geschossen. Ja, ich auch, Mann. Ich auch. Ich bin tot. Mann, hat er diese Panzer, Mann. Der Panzer ist direkt an der Base. Ja, ja, ne? ich bin hier auf dem Treffer. Oh, shit, ich bin auch tot. Nein, ich bin nur nicht tot, ich bin gleich tot. Ich glaube, ich renne irgendwo hin, ey. Okay, ich bin tot. Alter Schwede, ey, was geht denn ab hier? Meine Fresse, ey. Ach ja, ich habe übrigens nicht den Schwierigkeitsgrad runtergestellt, Krabs, wo wir uns drüber unterhalten haben, ob wir es vielleicht machen sollten. Das habe ich auf jeden Fall nicht getan. Das heißt, die Map-Schwierigkeit allgemein Start. Okay, ja. Das war schon wieder echt krass, Mann. Das gibt's doch nicht, ey. Was machen wir jetzt? Also das nächste Mal werden wir auf jeden Fall nicht... Wir können das nicht wieder einnehmen, das geht nicht. Ja, was wir auf jeden Fall nicht machen werden, das nächste Mal, dass wir Reset, Wait, Save machen, weil das einfach uns total nach hinten teleportiert. Wir hatten so Oberhand. Und jetzt, ja, ich würde sagen, wir teleportieren uns da wieder hin oder versuchen, die zweite Base einzunehmen, weil wir verlieren uns da unten. Ralf. Achso, ey, du hörst mich ja nicht. Ah. Warum auch immer du mich nicht hörst, aber ich stand die ganze Zeit neben dir, Krabs. Achso. Ja, ich höre dich nicht. Also ich stehe direkt vor dir gerade. Ja, jetzt höre ich dich. Wir haben die Zone übrigens verloren, die gehört jetzt wieder den Gegnern. Ja, das habe ich auch gesehen. Deswegen meinte ich eigentlich, dass wir die andere mal angreifen. Aber das war jetzt ja echt mies. Ich glaube, wir haben die Zone verloren aus dem Grund, weil wir diesen Safe-Wait-Dings da gemacht haben. Weil auf einmal jetzt zwei Panzer in der Stadt waren, die da vorher nicht waren. Ja, genau. Und die haben halt gesagt, Mensch, wir haben die verloren, also lass mal zwei Panzer holen und das Ding wieder zurückholen. Und das war einfach die Zeit, die wir jetzt gerade hergeschenkt haben, glaube ich. Ja. Ich könnte natürlich noch einmal einen Scanner drüber laufen lassen und die ganze Fläche nochmal bombardieren. Ja, wir haben auch einen Panzer getroffen. Aber wir können. Wie viel Geld haben wir denn noch? Wie viel CP haben wir denn noch? Weiß ich nicht genau. Weil ich würde sagen, Krabs, dann holen wir uns einen Panzer und du geh ins Geschütz und ich fahr. Krabs, wir haben noch 39 CP und ich glaube. Achso, du hörst mich nicht hier neben mir, wo ich neben dir steht? Krabs, hörst du mich nicht, wenn ich so mit dir rede? Nee, du warst weg. Ja, komm mal mit rein hier, bitte. Hörst du mich jetzt? Ja. Okay, super, das wollte ich. Ich weiß nicht, welches Fahrzeug jetzt das sinnvollste ist mit 39 CP, die wir noch haben. Kann ich dir auch nicht sagen, aber wenn du auf der Map guckst, da sind überall gerade Leute. Feindliche. Feinde. Ja, ich weiß. Feindliche Feinde. Ich glaube, das war das mit... Was denn... Was ist denn Panzer? Jetzt kenne ich die Bezeichnung nicht alle, ey, verdammte Scheiße. Ich kaufe den, mal... Den ich hatte, oder was? Nee, ich mit deinem Ketten. Ja, warte, kann ich dir sofort was, sagen. Was ist ein AMV 7 Marshall? Was war denn das denn nochmal? Das ist der, den ich hatte. Okay, und was ist der AH 8 Pony? Weißt du das zufällig? Ach, das ist ein Heli. Aha, das ist ein Heli. Ja, der M2A1 Slammer ist, glaube ich, so einer. Gut, und da fehlen uns aber 7 CP. Und irgendwer hat gerade CP verbraucht. Was hast du gerade gekauft? Ich habe gerade nichts gekauft, ich habe gerade gesagt, die sollen mal hinten die Gegend aufholen. Ja, das ist ja saukomisch, wir hatten gerade noch mehr. Das hat 2 CP gekostet. Ja, sag ich halt, also hast du was gekauft, jetzt können wir gar kein Fahrzeug mehr kaufen, mein Glückwunsch. Ich kann unsere Fahrzeuge kaufen. Hä? Ich kann unsere Fahrzeuge kaufen. Ja, aber nichts, was gegen Panzer was ausrichtet. Jetzt können wir uns noch ein GMG holen. Wir haben genug, was gegen Panzer macht. Ja, aber halt, es wäre halt schön, ein gepanzertes Fahrzeug zu haben und nicht einfach so ein Jeep oder sowas. Also ich hätte die 2 CP jetzt nicht jetzt für ein Fahrzeug verbraucht. Aber gut, ist schon weg, was soll's. Und was hast du jetzt da gemacht mit den 2 CP? Die Gegend bombardiert, wo der Panzer war. Okay. Ja, es sind echt ein Haufen Einheiten. Aber da sind noch welche von uns da unten, ne? Die haben es überlebt. Das heißt, du hast jetzt in erster Linie da unten mit diesem, dieses Tool, was du da benutzt hast, erstmal geguckt, wo die Gegner sind. Spottet und dann auf den größten Flag, wo am meisten sind, die abgeworfen. Genau, aber auch das Spotten kostet CP, oder? Einen. Ah, okay, alles klar. Ja gut, weil ich habe mich nur gewundert. Ja, ich kaufe jetzt nichts mehr. Nee, ich wollte nur wissen, weil ich habe ja gefragt, ob wir CP verbraucht haben und hast gesagt, nee, aber es kostet ja was, das war alles. Das wollte ich nur wissen. Ja. Es war nicht böse gemeint, ich wollte nur, damit ich es besser verstehe, wie das alles funktioniert. Ja. Weil ich habe die Dinge noch nie benutzt, deswegen frage ich das eigentlich alles. Ja, jetzt habe ich natürlich kein Fahrzeug mehr und jetzt mit dem GMG da runterzufahren ist irgendwie ein bisschen, ja, lustig. Also dann fahren wir nach Norden, oder? Ja, würde ich sagen. Dann holen wir was. Wenn du dir was kaufst oder so, dann stelle ich einfach mit ein. Ja, ich hätte jetzt ein GMG geholt, einen Medic und einen Repair-Typen. Anderes Team würde ich jetzt nicht aufbauen, weil ich glaube, dann sind die Punkte auch weg. Wenn wir überhaupt, doch, die können wir kaufen. Soll ich das machen?
Ja, kannst du machen. Okay, magst du einen von den beiden dir selber holen in dein Team? Dann tut jeder einen von den beiden befehligen. Okay, Alles dann klar. nehme ich den Repair-Typen. Alles klar, dann kaufe ich einen Medic. Halt, warte mal. Ganz kurz, der Medic, Ja. scheiße, also der Medic kostet wie viel? Oder der 4. Repair-Typ? Warte, dann kaufe ich 4 kostet der Medic und der Repair kostet auch 4. Okay, dann kaufen wir erstmal das Fahrzeug, bevor wir das nicht haben. Ich glaube, das wird Okay. hinhauen, aber. Okay, wir sind ready, wir haben 10, wunderbar, alles klar, passt. Medic war ich, ne? Okay. Du nimmst APC, Medic? Ja. Soldier, good 1, 2, 4, 1, 4, 0, contact, Haben Medic. Soldier. Alles klar. 2, driver, get in that vehicle. Roger. Lässt du deinen als Fahrer einsteigen? Negative. Nein. Wo soll ich meine 2, reinpacken als gunner, Gunner? Get in that vehicle. Wilco. Meiner ist jetzt als Gunner rein. Ah, okay. Aber das habe ich jetzt nicht irgendwie speziell zugewiesen. Ich habe nur gesagt, rein mit dir ins Fahrzeug. Nein, ist keiner als Schütze drin. Ja, ich weiß, weil du wahrscheinlich jetzt durch den Befehl den anderen Typen da rein. Nein, gesetzt nein, hast. ich hab gesagt, er soll nur einsteigen, nicht als Schütze. Okay, na gut, meiner macht irgendwie gerade gar nichts, obwohl der Aufstieg steht. Jetzt bewegt er sich Ja, wieder. ich weiß, du hast dem nämlich gesagt, er soll als Dings rein. Als Gun, als Fahrer. Nein, ich habe ihm gesagt, er soll einsteigen. Ja, Und und der dein Funkspruch Funkspruch war, war, bla bla bla, Driver. Get in Mhm. the vehicle, Driver. Das war der erste, da bin ich eingestiegen, danach habe ich einen zweiten gegeben. Und dein Typ, also meiner steht hier noch rum, alles klar, jetzt verstehe ich. 2, board that vehicle. Roger. Komisch. Beweg dich mal. Aber wir haben jetzt keinen Gunner, kann das sein? Nein, weil ich dachte, du schickst deinen Scanner rein, aber dann kein Thema. 2, dismount. Copy that. Wie soll ich denn jetzt als Gunner einsteigen hier, verdammt? F2. Hier, Hunter GMG. Welche Taste ist es danach? Achso, bei Kommunikation, ne? Nee, F2, 4, Okay. dann Hunter GMG auswählen und dann Gunner. Okay, alles klar. Ich habe nur überall mitfahren oder hinten mitfahren. Mehr kann ich nicht. Meiner doch drin. Ich lasse ihn nochmal. Ne, lass ihn drin, ist doch egal. Doch, Hauptsache, meiner, also. meiner ist, mein, so wie es aussieht, ist der doch als Two, Gunner drin. board that Okay, vehicle! gesehen. Alles klar. Anstatt, Ja, dass sich lass ihn. überhaupt nicht bewegt hat, weißt du? Ja, kein Problem. Vielleicht ist der Typ, was ist der Engineer? Vielleicht ist er einfach der Falsche. Ich würde sagen, du gehst in die Gun. Ich glaube, dass die besser sehen und auch die schießen auch von weiter weg. Ich muss immer erst einstellen, die Entfernung und so. Ich vermute mal, dass die besser sind. Ich würde dich in die Gunner-Position setzen. Okay. Lass ich ihn aussteigen, warte. Ja, also ich würde es wirklich machen. Damit noch irgendwas steuern können. Oh, guck mal, unsere Patrouille ist gespawnt, links von uns. Contact! Soldier! Siehst du, links Oh von ja, uns steht jetzt. ein neuer Panzer. Wollen wir Ja, den nehmen? jetzt höre ich dich wieder. Moment, jetzt muss ich meinen noch einsteigen lassen. Okay. Contact! Mitbekommen, Foot links von uns mobile! steht ein Marshall. Den wir gespawnt haben. Können wir Ja, dem die können das irgendwie. ja recht kostengünstig machen. Können wir dem irgendwelche Befehle geben da drüben? Nee, ne? Nee, nee, können wir nicht. Der Schade. fährt jetzt zu irgendeinem Gebiet hin. Das wäre jetzt interessant gewesen, wohin er fährt. Das wissen wir leider nicht. Und Eve, sonst alles gut da so im Hintergrund? Bestens. Sehr gut, freut uns. Das ist schön. Das ist schön. Das ist schön, Eve. Jetzt können wir nicht Macht das wieder so mit schön. im TS normal reden. Jetzt können wir uns einfach mal unterhalten. So Ja, Smalltalk-mäßig. aber obwohl du bist jetzt auch ziemlich leise. Ich sitze ja mit dem Auto, aber mir bist du nicht leise. Ja, ach so, okay. Ja, bei mir Aber bist du warte jetzt mal, relativ vielleicht bin ich leise. auch, habe ich wieder diesen Flüstermodus an. Warte mal. Okay, jetzt bin ich auf Yelling. Ist jetzt besser? Schrei im Auto rum. Ja, ich glaube schon. Sag noch mal was. Hallo, Krabs. Ja, ist besser. Okay. Weichen wir uns an, wenn wir nebeneinander im Auto sitzen. Ja. Aber um mal so Revue passieren zu lassen, was gerade so los war, es war ja heftig. Also, wir hatten ja gegen die zwei Panzer null Chance. Unsere Fahrzeuge wurden sofort zerpflückt, wir wurden sofort Ja. erschossen. Da war überhaupt nichts von wegen irgendwo sammeln, hinstellen oder irgendwie was den Plan Ich habe machen. mein Es war einfach. ganzes, ich hab mein ganzes Scheißteam in den Panzer einsteigen lassen, der kurze Zeit darauf zerschossen wurde. Ja, also ich denke mal, dass die Taktik, die wir versucht haben, mit den Luftangriffen als auch mit der Aufklärung oder das Reinfliegen in den Helis, das war. Ich habe die Panzer einfach nicht gesehen. Das war ein bisschen kacke so. Ich habe viel zu spät erkannt, dass da zwei Panzer sind.
Da hätten wir dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man da reagieren muss. Also ich habe da selber noch gar keine Taktik irgendwie mehr mit ausgedacht, wenn wir gegen Panzer einfach kämpfen. Versuchen auszuschalten mit dem Raketenwerfer. Ja, ich habe halt drauf geschossen und da war zwar disabled, aber irgendwie haben sie ihn gleich wieder repariert und dann mich dann wieder geschossen. Ja, genau, richtig. Das hatte ich auch. Ich habe auch auf den ersten, den vorderen geschossen. Das war auf jeden Fall... Ja, irgendwie ist es auch seltsam, die Panzer halten mehrere Schüsse immer aus dem Raketenwerfer. Ja, was halt übel war, waren es einfach zwei waren, ne? Das war... Das war echt uncool. Beimal T-100. Krasser Mist. Was ist scheiße, Eve? Das Bitte? Ist deine Schuld. Alles deine Schuld. Dafür bin ich doch da. Sehr gut. Tut mir leid. Der Sündenbock. Nicht springen. Okay. Dazu abreagieren. Du bist oben im... du sitzt im Gunner, genau richtig. Ich sitze im Gunner, wollte mal schießen oder was? Nee, ich fahre jetzt eigentlich. Brauchst du mir jetzt keinen Befehl geben, Horizont absuchen oder so? Hast du Nachtsichtgerät und sowas? Natürlich. Awesome. Das sehe ich, aber ich sehe so viele Lichtquellen da hinten, dass ich nicht mal weiß, wer oder was das ist. Okay, alles klar. Das Lampen, Laternen. Sterne? Vermutlich irgendwie sowas, weil das können keine Menschen sein, sonst wären die überall. Oh. War das hier eine wir sind auf jeden Fall 1,1 Kilometer vom Rand des Gebiets entfernt. Roger that. Alles klar. Ja, jetzt wären die CPs, die ich am Anfang vergessen habe, uns zu geben, natürlich sehr hilfreich gewesen. Ja. Etwas. Was wir in Zukunft machen sollten bei DOWS ist ganz klar, vorher mal kurz drüber sprechen, was wie viel kostet, bevor wir was kaufen. Nur, dass wir beide damit einverstanden sind. War mal langsamer. Stehen bleiben. Jetzt muss ich das überprüfen. Bewegen die Punkte da hinten bewegen sich. Ich habe Alter, da hinten der Dreck Leute. Hier. 900 Meter entfernt. Soll ich nicht das Könnte machen? Auf da hinschießen. Soll ich es tun? Nee, ich fahre noch ein Stück ran. 900 Meter ist zu weit. Ich habe schon auf 900 Meter eingestellt. Ja. Viel Spaß. Jetzt ist ein Baum im Weg. Also 800 Meter ist das. Kann ein Stück nach links fahren, wenn du willst. Nee, fahr mal einfach ein Stück geradeaus irgendwie. Warte, ich fahr mal auf jeden Fall dahin, wo ich ein bisschen geschützter bin und du ein bisschen besser sehen kannst, okay? Okay. Das heißt, ich bleib hier gleich an der Straße stehen, aber hinter so einem Baum, aber dennoch, naja, wir müssen jetzt sehen. 600 Meter sind die jetzt, wir sind auch nicht 700. Nee, das könnte eigentlich nicht sein, so bin ich gefahren. So, und zwar würde ich gerne hier stehen bleiben. Da. Gut, ich hoffe, die Anzeige stimmt jetzt, die da steht. Sollen wir die Jungs irgendwo hinschicken zum Spotten? Ey, ich schieße da jetzt mal ein paar drauf, mal gucken, ob ich treffe. Gut, lag. Mal erst einen Schuss. Was haben wir explosiv geschossen? Ne, das ist ein GMG, was war's, ne? Ach, so ein explosiv geschossen, wunderbar. Sind jetzt auch hinter Büschen verschwunden, wir können hier mal ganz kurz stehen bleiben. Okay. Irgendwo kommen sie doch bestimmt wieder raus, die Säcke. Die sind direkt hinter diesem Baum dann, auf 270 Grad ungefähr. Nee, weiter. Ich guck noch ein Stück weiter. Siehst doch mein Teil, wo ich hinschaue, oder? Nein. Recht zwischen... Also ich sehe dein Teil, ja. Nein, natürlich, ja, zwischen 270 und 0 Grad ist noch ein Strich, da guck ich hin. Alles klar. Ja gut, so weit sehe ich ja nicht aus dem Auto. Dass die da einschlagen, Wahnsinn. Das sehe ich leider so nicht. Fahr ein Stück vor, Krabs, okay? Ja. Ich fahre einfach an diese Baumlinie da vorne. Hier vorne sind so ein paar Bäume, dazwischen bleibe ich stehen. Ja, stehen bleiben. Direkt hier vorne sind Leute. Stehen bleiben. Nein, kann ich nicht, das ist offenes Feld. Das wird bescheuert, stehen zu bleiben. So, hier. Hier sehe ich sie nicht mehr. Hier können sie sich anschleichen. Ach, anschleichen, wir haben einen Hunter. Sollen sie mal anschleichen. Siehst du dann, wenn der erste Raketenwerfer auf dich ballert? Ja, deswegen bin ich an den Bäumen und ich habe überall Leute. Ja, das hilft mir nur leider gar nicht. Jetzt steigen wir jetzt aus oder was machen wir? Ich weiß es nicht. Gib mir mal Befehle, wo ich hinfahren soll. Links von uns ein Fahrzeug. Links von uns ist ein Fahrzeug? Ja, ich höre es zumindest links von uns da am Berg. Musst du aufpassen. Ich höre ein Fahrzeug und das ist nicht unseres. Okay, da gehen welche ein paar in Stellung. Okay, dann fahren wir nicht den Scheiß mal auf die Füße-Daten. Wir gucken uns mal das Auto an, was da rumfährt. Okay, weil die treffen uns sowieso nicht, Mann.
Direkt hier vorne auf dem Feld. Ja, dreh mal auf, schieß mal bitte. Komm nach vorne, bitte. Nach vorne. Danke. Da irgendwo vor uns. Siehst du geradeaus hinter dem Haus? Da steht er. Geradeaus vor dem, hinterm Haus. Ist ja unserer? Nein. Nee, ne? Denke nicht. Ich sehe nicht, ob ich ihn treffe. Sag mal an. Hier siehst du, triffst du nicht. Schieß weiter. Schieß zu kurz. Weiter nach hinten. Ne, der ist immer noch am Leben. Der ist nicht explodiert. Okay, warte, ich fahr wieder hin. Warte. Ein Stück weiter. Ah, das war Anti-Air oder was war das? Ne, der hat ein riesen Geschütz oben drauf gehabt, oder? Ich weiß nicht, ob die nicht auch auf uns schießen können. Zumindest steigen da Leute aus. Okay. Na, ich fahr mal ein bisschen in die Richtung, Krebs. Hast du noch Sichtkontakt zur Person? Nee, noch nicht. Alles klar. Magst du hier mal aussteigen und zu Fuß weiter und ich fahre mit dem NPC weiter mit dem Fahrzeug oder wie machen wir es? Ja, da muss, ja, kann ich machen. Da musst du aber denen sagen, dass. Dass er als Gunner reinsteigen soll, ja. Genau. Ich höre immer noch ein Fahrzeug, pass auf, ne? Irgendwo hier ist noch ein Fahrzeug unterwegs. Ja. Two, Gunner! Get in that vehicle! Copy that! Alles klar, Klaps, ich fahre mit dem Fahrzeug weiter hinterher, ja? Ich versuche den klar zu machen. Okay. Mensch, mit Glück, mein Kumpel. Viel Spaß. Danke! Soldier! Okay. Machine Gunner! Alles klar, 100 hier. Meters front! Hier sind einige Soldaten, die haben dich kalt gemacht. Oh shit! Oh, ich bin und die haben dich kalt gemacht. Ja, wie Krabs gesagt hat, ey. Ich hab sie gerade auf der Straße gesagt. Gesehen. Ja, aber stell dir vor, du wirst da noch drin sitzen. Das haben wir wenigstens deswegen gut gemacht. Problem ist, es ist das schöne Feuerwerk, aber nicht dich. Wie gesagt, das nächste Mal einfach. Good one! Five, four, sagen, nein, one, das machen wir nicht, seven, oder irgendeine andere Taktik vorschlagen. Ready. Was sagst du? Achso, sorry, das nächste Mal einfach. Oh, scheiße. Das nächste Mal einfach eine andere Taktik vorschlagen. Wie gesagt, das war das Einzige, was mir übrigens eingefallen ist, deswegen bin ich da hingefahren. Auf jeden Fall krasse Scheiße, Mann. Jetzt bin ich wirklich am Arsch der Welt. Da sind ganz, ganz viele Leute gerade vor mir. Das hast du ja vorhin schon gesagt. Das hilft mir nur gerade nicht. Wie komme ich denn jetzt hier wieder weg, ey? Das Problem ist, wir haben überhaupt keine Kommandopunkte mehr, ne? Wir können nichts mehr kaufen. Two, disembark! Vollkommen richtig. Und auch mein Kumpel ist gerade ausgestiegen. Ich sehe gerade auch die Leute bei dir. Two, report in! Over! Wollen wir das Side mischen? Ich glaube, die können wir sonst wohin schieben. He's hit! Und ich glaube, mein Mann ist tot. Ja, wenn du den Kontakt zu dem verloren hast, also die Sicht, dann. Und der nicht antwortet, dann ist er auf jeden Fall tot. Irgendwie hat er gar keinen Bock mehr zu antworten. Rest in peace. Mitten in der Nähe der Kommstation steht ein APC, ein großer Truppentransporter mit Gunner drauf. Alles klar. Kannst du über Long Range nochmal funken? Ja, hab ich schon. Ah, okay, komisch. Alles klar. Also Krabs, ich möchte nicht, ja, wie soll ich sagen, verteufeln, aber ich glaube, das war's wieder für uns. Das haben wir leider nicht geschafft, die Mission. Wir haben es mal wieder verkackt. Ja, aber ich denke mal, mit der Zeit werden wir definitiv besser und vielleicht haben die Zuschauer auch den einen oder anderen Vorschlag oder die Eve zum Beispiel. Klar. Und Krabs, ist bei dir noch gerade totale Action oder wollen wir es dabei belassen? Ich hab gerade auch noch auf ein paar Leute geschossen hier. Alles klar. Der Wille zählt. Leute, wenn es euch gefallen hat, schaut auch bitte mal bei Krabs vorbei, ja, auf seinem Kanal. Das Ganze aus seiner Sicht, ganz besonders, wenn wir uns trennen oder die Parts, wo er mit dem Heli geflogen ist und so, wo ich ganz woanders war. Bestimmt sehr interessant, auch das mal bei ihm zu gucken. Und, ja. Ich muss noch kurz ein Stück hier weg, weil das so laut ist. Davon. Ja, genau. Auf Wiedersehen. Ja, bis zum nächsten Mal. DOWS mit mir, Krabs1 und aus dem Off, die Eve. Ciao. Tschüss.